Hi Leute, da sind wir zur Champions League Gruppenphase zum ersten Spieltag. Heute gegen Zenit Petersburg. Ja, Zenit St. Petersburg, ne, so genauer. Ja, mal gucken, was die Russen hier so ja für eine Mannschaft haben. Die werden sich bestimmt auch schon ein bisschen verändert haben. Spieler im Fokus natürlich Danny, der auch schon seit Jahren bei Zenit spielt, da auch immer eine gute Rolle spielt und ist ein gefährlicher Zehner oder sogar Stürmer, weiß ich jetzt nicht. Also passen wir lieber auf ihnen. Wir gucken mal uns auf schon. Ich habe die B11 heute auf dem Platz außer Wellenreuther. So, da sehen wir Bertes, King Zombie, Rafa, Kirsch, Peppich, Hartherz, Bicke, Stöger, Guali, Klamind. Und ich höre im Hintergrund Musik. Schön. Zenit Petersburg mit Jupcha, Chateau, Danny, Hulk, Netto, Slonko, Fiao, Gary. Ja, müssen wir aufpassen. Die Petersburger werden uns wohl deftig unter Druck setzen und wir werden da gleich mal Abwehrriegel reinmachen. Wir werden heute mal ein bisschen anders spielen, einfach mal auf Konter setzen. Wir werden einfach mal hinten drinne stehen und gucken, was so passiert. Mal einfach eine komplett andere Aufstellung. Also, was heißt andere Aufstellung, sondern mal das Verhalten, dass wir mal ein bisschen defensiver sind und hier mal gleich dieses Mega-Pressing machen. Vielleicht bringt das sogar mal ein bisschen mehr Energie mehr. Oh mein Gott, da kommen sie mal gleich, die Russen. Und das ist ein Foul. Oh, oh, die haben den Hulk. Die haben den Hulk. Oh mein Gott, der war knapp über die Latte. Hulk mit einem guten Freistoß. Und guck nochmal, der war nicht... Aber oh, Wellenreuther wäre da gewesen. So, wir spielen erstmal cool. Vielleicht brauchen wir heute ein bisschen mehr... Ja, mehr Ballbesitz als sonst. Wir haben eigentlich sonst auch viel Ballbesitz, aber... Ja, wir gucken mal, was heute das Spiel so ergibt. Wir haben Hartherz heute auf links, nicht Doppelkamp. Auch wenn der Spiel... auch wenig Energie verloren hatte. Aber ja, wenn er das nächste Spiel kaputt ist, bringt er uns ja auch nichts. Ja, wir gucken einfach mal, was jetzt so passiert. Guali. Raus auf Hartherz. Er spielt heute links. Und der, ja, der kriegt hier seine Möglichkeit. Ah, nein, kann sich nicht durchsetzen. Schade. Oh, da kriegen wir fast den Ball mit Stöger. Und Hartherz da hinten. Gegen Hulk. Hartherz holt sich den Ball. Super. Und erstmal zurückspielen. Den Ball behaupten, das ist jetzt wichtig. Wir setzen jetzt heute nicht so auf die Torchancen. Bitte nicht. Oh. Das macht er sehr schlecht, Hartherz, aber da ist Stöger. Guali. Ist ein schneller Mann. Den kannst du einfach mal kurz schicken. Guali, den kriegt er auch. Schön, vorbei. Und da holt er nicht den Freistoß. Da lässt er sich da. Lässt er sich. Ach, Mann, dann gegen den Fuß treten. Und nimmt den Freistoß mit. Das hätte uns vielleicht sogar mehr geholfen. So, aber Pepic ist da. Bickel. Ist auch einer, der gut Ballkontrolle hat und gut mit Ball umgehen kann. Aber hier, Guali ist halt einer, ja, der ein bisschen länger braucht mit Ballannahme, Mitnahme. Bickel kann auch Dribbling, das ist stark. Das ist immer gut. Das ist das Gute bei ihm, Pepic. Climent. Oh, oh. Jetzt raus, auf. Ah, kriegt er nicht. Und jetzt, komm. Guali stark, auf. Stöger. Stöger jetzt. Keiner läuft natürlich mit. Und setzt er sich hier noch durch. Er kommt nochmal davor. Und holt den Ball. Und jetzt, komm. Der erste Schuss. Unsere erste Möglichkeit. Geht leider links vorbei. Pepic, kann er sich durchsetzen? Ja, stark. Also wir haben viel Ballbesitz. Wundert mich. Bertels. Hartherz.
Wally. Und das ruhige Spiel gefällt mir gerade ein bisschen. Zenit kommt jetzt hier kaum am Ball. Kirsch. Stöger, stark, Wally. Können wir ein bisschen auch Tiki-Taka im Mittelfeld spielen. Hartherz. Pepic. Bewegt sich viel als Sechser. So, Pässe. 100% Bickel. Wieder rüber auf Quali. Der nimmt Hartherz mit. Und der Climent. So, ich bin cool. Ist natürlich langweilig, aber ich will es jetzt hier nicht übertreiben. Gegen Zenit. So, jetzt der Stöger. Ah, schade. Kommt nicht durch. Unser erstes Champions-League-Spiel für den SC Paderborn. Ist natürlich nervös und da holen wir den Freistoß und die gelbe Karte für Danny. Kriegt er gelb? Ja. Vielleicht ich mal die gelbe Karte. Den Ball jetzt einfach mal reinkloppen von Kirsch. Der kommt nicht schlecht. Und wir probieren den zu verlängern. King Zombie jetzt. Hat die Murmel. Mein Gott, da wollte ich nicht hinspielen. Jetzt haben wir den Ball verloren. Mal sehen, ob was Zenit draus macht. Pepic, stark. Kann er sich nicht gegen Javi Garcias durchsetzen. Hulk. Nimmt sich natürlich gerne mehrere Leute vor, die er austanzen kann, austrippeln. Und jetzt, ja. Gute Flanke von Hulk. Wie Garcias und Wellenreuther. Erste gute Parade. Guter Schuss von Javi. Garcias und Wellenreuther klärt zur Ecke. Und hat die Murmel. Leimend, oh, setzt sich gegen einige durch und spielt den Ball dann schön auf Hartherz. Oh, schöner Trick von Hartherz. Pepic, schön. Stöger, bleibt cool. Guali. Stöger, wir bleiben cool, wir müssen nicht in die Offensive. Nimm den Punkt gerne mit. Mit Paderborn gegen Zenit. Unser erstes Champions League-Spiel, das dürfen wir nicht vergessen. Hartherz. Gegen Hulk und wird da gefoult. Und die nächste gelbe Karte für den Zenit-Star. Und Hulk ist einer, der gerne provoziert und den könnte vielleicht auch noch vom Platz fegen mit so einer Aktion. Der mag das überhaupt nicht, dass wir die ganze Zeit am Ball sind. Quali, Climent. Und Stöger ist schön. Climent behauptet die Murmel und sucht Bickel. Christian Bickel. Vorbei. Spielt den Pass zu Climent. Der sucht Pepic. Pepic! Boah! Fast das 1-0. Der war gut geschossen. Aber auch gute Parade vom Zenit. Torwart, Stöger, Bertels, die Hartherz. Auch Handspiel von Climent. Schade, das hätte nochmal gefährlich werden können. Und Halbzeit. Mal sehen, wie die Spieler irgendwo ist. Das interessiert mich mal jetzt. 70% Ballbesitz. Jo. Und wir haben auch mehr Schüsse vom, also aufs Tor. Also nicht aufs Tor, sondern da ist gleich, aber generell mehr Schüsse. Ja, Zenit kommt nicht richtig vor unserem Tor. Wir haben einfach mehr Ballbesitz und lassen einfach keine Chancen durch. Oder zu, besser gesagt, so. Oh, BK, das ist doch schlecht von Rafa. Und setzt aber nach Rafa. Danny jetzt. Bickel, Bickel. Nee, wer ist das? Rafa und der Ball ist weg. King Zombie stark. Hartherz. Leimend.
Und wir haben die Murmel. Solange wir die Murmel haben, können die kein Tor schießen. Bertels, Stöger und Bickel. Ob der das schon wusste, wie ich langlaufe, aber wir haben die Murmel. Schöner Flankenwechsel von Stöger. Bertels schickt jetzt nochmal Quali. Und der ist vorbei. Quali am nächsten vorbei. Quali, Quali, Quali! Oh, schade! Kleiman, der den Ball noch schön nochmal für Quali auflegt. Aber gut gespielt, gut gekontert. Dann sehen wir nochmal die Parade von Wellenreuther. Da setzt sich der Stürmer durch und kann sich Stöger den Ball erobern? Nein. Hulk. Danny. Boah, der war fast das 1-0 für Zenit. Danny, der hier gut durchkommt. Dann haben sie einfach mal unsere Abwehr ausgetanzt. So. Und Zenit macht jetzt mehr Druck, das sieht man. Oh mein Gott, da haben wir den Ball verloren. Hulk jetzt. King Zombie. Der Ball ist weg. Oh mein Gott. Oh, King Zombie, nimm doch die Hand runter, Junge. Der wäre noch ein Elfmeter hier für Zenit, oder was? Hart jetzt, komm. Ah, setzt sich da nicht durch. Zenit kommt jetzt besser ins Spiel. Schön von Rafa. Spiel doch den Pass. Warum pfeift der Bastard? Warum? Und rot. Was ist das denn? Rote Karte. Oh mein Gott. Ja, Hulk macht ihn. Oh, Wellenreuther, schade. Mann, ey, da geht's in die Führung. Wellenreuther kommt mit der Hand noch ran. Und hat dann einfach nicht das Glück. Och Mann. Schade. Ja, müssen wir wieder auf unsere. So hart jetzt. Aber wenn wir da durchkommen. Oder den Ball an ihn vorbeilegen, dann gibt's gelb-rot. Mann, lass mich doch mal durch, Junge. King Zombie, jetzt haben wir die Murmel. Pepic. Stöger. Kleiment. Hartherz, komm. Hartherz am ersten. Hartherz sieht jetzt Kleiment. Boah. Das war eine super Grätsche. So drauf gehen. Kirsch. Oh, jetzt komm. Rafa. Oh mein Gott. King Zombie ist aber da. Der macht ein gutes Spiel. So, Hartherz. Ich drück schon lange nach rechts oder nach links, aber läuft einfach geradeaus. Weiter, Mann. Hart jetzt. Streng dich an. Hart jetzt, schön. Hart jetzt an allen, oder was? Hat er schon mal gemacht in der Bundesliga, weiß ich noch. Hulk jetzt. Und jetzt der Kopf. Da rutschen sie jetzt alle rein. Und Pepic stark. Der bis jetzt die beste Möglichkeit für uns hatte. Stöger jetzt raus auf Hartherz. Kommt der Ball jetzt wieder. Hartherz. Stöger, schieß doch. Ein kleiner Mensch springt noch dazwischen. Aber er hätte schießen müssen. Pepic, stark. Pepic stark. Und das ist rot. Der geht mit Fuß, mit gestrecktem Fuß voran, ohne den Ball zu erwischen. Es ist rot und da kriegt er die rote Karte. Einfach dumm gefault. Und jetzt, wir haben noch Bickel, der kann...
Freistöße, das wissen wir. Das Freiburger Zeit. Die kommt! Stöger! Und das kann Bicke halt. Und die geht dann einfach rüber. Der Ball wollte nicht rein. Och, Manu. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich spiele jetzt auf Zeit. Zenit spielt gegen Paderborn auf Zeit. Wer hätte das mal gedacht? Wer hätte sich das mal träumen lassen? Und da Handspiel oder Abseits. Komm. Nein, ach, spiel doch geradeaus, Junge. Ey, verstehe ich nicht. Tut mir leid. Jetzt zieht die Murmel her. Alter, leck mich doch am Arsch. Und kommt mir irgendjemand da helfen oder gucken die nur zu? Hallo? Komm doch mal helfen, du Vogel! Oh, eh doch. Ey, das gibt's nicht, dass der auch die ganze Zeit nur zugeguckt hat. Bertels. Schön von Hartherz jetzt. Und jetzt kommt Bickel! Bickel! Tor! Ausgleich, Paderborn! Boah, ist das ein... Yes, Mann! Schön gespielt am Ende noch. Die Übersicht hier von Stöger und Bickel bleibt dann eiskalt. Ins Kurzeck, sagt er sich. Mit viel Wucht. Da ist der verdiente Ausgleich. Boah, was für ein Spiel hier. Und jetzt nochmal eine Möglichkeit. Oh, schade, jetzt pfeift er ab. Wir holen unseren ersten Punkt in der Champions League. Es war ein Krampf. In der Defensive, wir haben erste Halbzeit sehr gut gestanden. Und in der zweiten Halbzeit hatte Zenit ein bisschen mehr Druck gemacht, hatte dann den Elfer gekriegt von Quali, weil er ja sehr dumm reingegangen ist. Dumme Aktion von hinten. Aber dann die rote Karte von Zenit hat uns einfach nochmal ins Spiel gebracht. Auch weil Heik hier nochmal 3 Minuten oder 5 Minuten da so in der Eckfahne stand, hatte auch nochmal gut Zeit runter. Aber wir haben den Ball erobert. Und hatten einen Konter und er war richtig gut. Ja, Bickel und die Freistöße. Hätte den Stöger noch hingemacht. Es war am Ende eigentlich ein gutes Spiel von uns. Sehr gutes Spiel. Ja, die rote Karte war einfach nur doof. Aber sonst in der 90. Minute macht Christian Bickel sein Tor. Kämpfstöger mit der Vorlage und Bickel bleibt eiskalt. Wellenreuter, Sinko und Bertels, gute Note. King Zombie fand ich gar nicht schlecht. Pepic, richtig gut. Also der Pepic gefällt mir immer mehr. Hat mir ja letztens schon gefallen. Vielleicht sollten wir mal mit dem ein bisschen mehr trainieren. Weil das war einfach richtig gut. Das hätte ich nicht gedacht. Aktuell ist aus Italien. Spieler gesperrt, Quali, ja. Danke, Chef. Ja, Wellenreuter, man kann eigentlich nur Danke zu dir sagen. Du hast uns den ersten... Ein Spiel gegen Freiburg hattest ja so einen Weltklasse-Reflex, der uns eigentlich ins Spiel gehalten hatte, ne? So, jetzt kommt Bayer Leverkusen, die Werkself. Die steht vor uns mit einem Punkt. Dortmund 4 Spiele, 4 Siege. Leipzig 4 Spiele, 3 Siege und ein Niederlage. Also Leipzig da vorne auch gut dabei. Hinten, ja, Köln nur mit einem Punkt, Augsburg. Freiburg mit 3, Bochum schon mit 4, TSG, ja. Ist der noch aufgestiegen? Das weiß ich. Ach, Leipzig, ja, genau. Ja, Paderborn. 6 Punkte, 8 Tore, 6 Gegentore schon. Ist schon 4, 6 Gegentore, aber wir haben schon 8 Tore geschossen. Also die Offensive bleibt weiter gut. In der Champions League spielen wir halt anders. Wir können mal gucken. Europa League. Okay, Europa League. Wir wollen
in unsere Gruppe, Inter Mailand City, Bayern gewinnt. Jo, alle spielen oder alle holen einen Punkt, es ist gut. Damit bleiben wir noch drinnen, hätte es gedacht. Und das Spiel gegen Real Madrid, das wird, ich weiß ja gar nicht, ist das denn schon nächste Woche? Nein, dann kommt Bayern, dann kommt Hertha und dann kommt Real Madrid. Krasse Sache. Dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns gegen Bayern Leverkusen. Also haut rein, bis dann und ciao.